Und da kannst du nicht reinschreiben hin und her. Da sagt die Versicherung, das kann schon sein, aber wie jetzt? Also, der Achim war der Beifahrer. War ja Neuschnee. Und der A6 ist von rechts ungebremst voll der Audi. Voll. Wie auf Schmierseife. Der ist wie auf Schmierseife in der Achim-Tonei. Und der Achim weiß nichts mehr. Der Jürgen weiß auch nichts mehr. Aber der Jürgen war ja nur einen Tag im Krankenhaus. So halt, zum Gucken. Aber der Achim, den haben sie ja erst da bei uns. Ja, und dann haben sie ihn ganz weg. Tat, so Beobachtungsspezial-Ding. Ja, weil die haben vermutet, Schädelbasis. Der war 3 Tage in dem künstlichen. Ja, ja. Ja, weil die haben vermutet, wie heißt's? Schädelbasis. Aber nichts gefunden. Das war Glück. Ich hab zum Jürgen gesagt, der Achim wird ohne irgendwas Glück im Auto. Wenn man sich das überlegt, er war 3 Tage in dem künstlichen Ding da. Nein, ist ja eigentlich Blödsinn beim Achim. Wenn du zum Achim sagst, schlaf mal 3 Tage, da darfst du weg am Samstag. Sportschau. Ne? Das Einzige, was der Achim noch weiß, wie er zum Jürgen gesagt hat, Jürgen, rechts ist frei. Und dann war praktisch. Kann man nichts machen. Ja, der Jürgen macht sich Vorwürfe. Wenn der ist ja bloß deswegen gefahren. Ja, weil die gemeint haben, dass er hier weniger. Hat ja gar nicht gestimmt. Ne, aber der Jürgen ist kerzengrad ins Auto. Ne? Der Achim ist zickzack gebüscht Parkplatz, bis der mal im Auto war. Ne? Ja, aber das beim Jürgen, die Leute meinen immer Muskelding, aber. Das ist ja, stimmt ja gar nicht, das ist reine Masse. Der ist ja 2,04 Meter noch mehr. Der Achim ist auch 1,90 Meter. Der Jürgen ist ja weit über 2,04 Meter. Aber was muss der da rausfahren? Pro Nacht kommt da ein Auto. Das habe ich genau abgefangen. Oh, wann kommt's denn endlich? Ich muss heim. Hat der Jürgen manchmal. Das ist. Mit der A6 ungebremst. Ich meine, auf der anderen Seite, ich habe ja noch nie einen A6 Bremse sehen. Nee, jetzt Spaß auf die Seite. Wer kommt denn auf der Autobahn hin links? Diesen da. Guckst mal, das ist immer der dunkelgraue A6 Kombi. Früher hat man gesagt, Ding, Porsche oder. Aber es ist immer der. Abblendlicht fehlt serienmäßig. Das darfst du extra bestellen, wer es braucht. Und den dunkelgrauen A6, den gibt's auch bloß in Grau. Noch nie, dass der mal anders. Das ist immer der. Dann mit der Versicherung, das ist ja dein lang hin und her. Ich hab gesagt, ihr könnt doch nicht. Ja, ihr müsst die Tatsachen im Dorf da sein. Ja, und das ist über 2 Jahre hin und her. Und die Versicherung hat dann am Schluss geschrieben, nein. Ja, haben wir nichts gemacht. Ja. Stimmt, da war ja mal das mit dem anderen A6. Ja, da war ja schon mal was. Wir fahren auf der linken Seite vor uns ein LKW mit 150. Ja, aber so, die Plane, ne? Wahrscheinlich ein Termin. Ne?
Und da haben wir gesagt, gut, warten wir, bis der wieder rüber. Na, machen wir Sicherheitsabstand 10 Meter, da ist nichts passiert. Und, ja, kannst du ja zählen, ne? 21. Genau, und kurz bevor der LKW rüber, blinkt's von hinten. Grau. Ja. Sagt der Harim, alles in Ordnung, brauchst gar nicht, ich weiß schon. Ja. Der LKW fährt rüber und der Harim voll ab. Ja, wie nix. Und der andere aber sofort die ganze Zeit im Knick. Was jetzt? Was jetzt? Ja. Lang hin und her. Und da hat der Harim irgendwann bremsen müssen. Ja. Da war was. Ein Bienenschwarm. Eine Hummel. Na, irgendwas war da. Und der hinten so, nichts passiert, aber so jetzt sehen. Der war. Ja, dem ist Risotto gegangen. Na. Du bringst einen A6 nicht aus der Spur, der ist ja wie auf Schienen. Na, diese Waffe. Na. Wenn der Achim bremsen muss und einer ist im Knick, ne, da geht es klarer Ablauf. Vorm Bremsen erst mal Scheibenwaschding. Ne, zwei, dreimal. Ne. Der Achim nimmt immer das mit dem weißen Schaum. Ne. Scheiben klar, dass man was sieht. Ne. Und jetzt zählst du 21. Ne. Bis das einschlägt hinne. Und erst Anfang 22 Bremse und Nebelschlussding gleichzeitig. Ne? Dann hat er da hinne drei Informationen. Ne? Und dann guckst du mal. Ne? Das war. Der war dermaßen im Ding. Dem ist Risotto gegangen und fertig. Ne? Man sagt darum jetzt, pass auf, irgendwann muss ja der mal tanken. Ne? Mir eben im Kofferraum. Ne? Und Tatsache, die übernächste Raststätte, dann ne, blinkt er rechts raus. Mir blinken auch rechts raus. Der erst mal Parkplatz, nichts Zapfsäule, der war erst mal Luft. Ne? Riesige Ding. Und dann steigt der Achim freundlich. Nee, der Achim ganz freundlich. So kenne ich ihn gar nicht. Der Achim ist ganz sachlich ausgestiegen, ne? Und sagt freundlich, hör ich zu, A6ler. Und dann hat er mit einem Ruck, ne? Der Achim hat ja früher lang in der Werkstatt, der weiß genau, hat er mit zwei Händen, mit einem Ruck, dem sein linker Außenspiegel beschlagnahmt. Ne? Und nachher haben wir in die Hundedecke schön rein. In den Kofferraum, dass nichts passiert. Und den A6ler ist sehen müssen, der war gut im Ding. Sicher, Eiweißbunker zweimal die Woche. Ne? Und da sagt der Jürgen, das ist mein Bruder. Nee, der Achim sagt zum Jürgen, das ist mein Bruder. Der Jürgen, der fährt auch ein A6, aber der braucht einen neuen Spiegel. Gibt's Fragen? Der war wie, den A6er sehen müssen. Ne? Aber der Achim, der ist 1,90 auch. Ne? Und beim Jürgen ist es besser, wenn er sitzen bleibt. Ne? Ne? Und da sagt der Achim weiterhin gute Fahrt. Ne? Hast ja noch einen Spiegel rechts. Der langt bis heim. Ne? Das war der A6er.